haben technisch wunderbare Kernkraftwerke, die ihresgleichen in der Welt suchen. Und wir schalten die alle nacheinander und irgendwann die letzten sechs auch noch ab. Nehmen dafür in Kauf, dass wir entweder auf eine Strommangelwirtschaft zusteuern, die katastrophale Folgen für uns alle haben wird. Ja, brauche ich nicht weiter zu erläutern, ihr wisst das alle. Oder wir kriegen ein fossiles Backup, weil alleine Wind und Sonne werden das nicht stemmen können. Und wir haben jetzt gerade noch mal die Diskussion ja erlebt, durch Elektrifizierung der Mobilität und der Haushalte, Heizung beispielsweise, wird unser Strombedarf sich versechs- bis verzehnfachen in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten. Und es ist völlig utopisch zu glauben, wir könnten das über Wind und Sonne auffangen. Wir werden ein fossiles Backup haben und wir werden massig Strom importieren. Das heißt, durch die Hintertür kommt letzten Endes, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, dreckiger Strom doch wieder ins Land, weil es muss verhindert werden, dass es einen Blackout gibt. Sonst steht dieses Land und seine Regierung ziemlich armselig da. Und mich ärgert das. Mich macht das wütend, ja, dass so technisch wahnsinnig tolle Anlagen wie die in Neckarwestheim oder in Philippsburg einfach verschrottet werden. Ich finde, das macht wütend.